Ja, das Punktesystem von PM International. Ich möchte hier ein paar wichtige Erfahrungen geben, was es genau ist und wie du es richtig nutzen kannst. Schön, dass du da bist. Hallo, ich bin der Willi. Ja, ich war mal bei PM International Vertriebspartner, habe dort im 7. Monat 210.000 Monatsumsatz gemacht, die Stufe Silver Presidents Team gehabt. Also 210.000 Monatsumsatz sind auch 210.000 Punkte. Und ich habe nur mit Facebook gearbeitet. Unterhalb von diesem Video findest du meinen Gratiskurs 110 Vertriebspartner in 30 Tagen. Ja, Punkt 1 zum Punktesystem von PM International. Ein Punkt ist ein Euro. Ungefähr, kann man sagen. Das heißt, man hat hier verschiedenste Umsätze, die man tätigt oder Einkäufe, die in Punkte gewertet werden dann. Und das sind ungefähr Euros, natürlich ohne der Mehrwertsteuer im jeweiligen Land. Punkt Nummer 2, Punkt 2 zum Punktesystem von PM International. Du brauchst, um dich für die nächsten Stufen zu qualifizieren im Marketingplan, brauchst du eigentlich immer zwei Dinge, die man grob sagen kann. Du brauchst eine Gesamtpunkteanzahl und du brauchst sogenannte Erstlinien. Wenn man es ganz streng nimmt, brauchst du natürlich auch die 100 eigenen Punkte. Das ist dein eigenes Abo. Das heißt, damit du überhaupt berechtigt bist, ist immer die Grundvoraussetzung dein eigenes Abo. Das finde ich auch gut, weil du hier nämlich dann, wenn das jeder Teampartner macht, natürlich stabile Umsätze hast. Aufpassen nur. Wenn du jetzt zum Beispiel für die Stufe Präsidentsteam 100.000 Punkte machst, dann brauchst du aber auch drei Linien, also die dann auch ihre Qualifikationen erreichen. Und da merke ich, dass der ein oder andere bei PM International Probleme hat, dass er zwar die Gesamtpunkte erreicht im System, aber nicht die Erstlinien. Deswegen ist von Anfang an wichtig, viele, viele Erstlinien zu haben. Ich hatte wirklich viele Erstlinien. Ich habe sehr, sehr viele Führungskräfte rausgebracht. Ich habe bei meiner Qualifikation zum Silver Presidents Team hatte ich 7 Erstlinien. Ich hätte aber, glaube ich, nur 3 oder 4 gebraucht. Ich weiß jetzt nicht mehr auswendig. Punkt Nummer 3 zum Punktesystem von PM International. Baut das Ganze mit Abos auf. Das ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, du kannst grundsätzlich auf die Punkte kommen mit Verkäufen. Das heißt zum Beispiel auch mit den Starter-Sets. Mit dem Schnellstartset, Entschuldigung, da kaufst du dann gleich 6 Pakete. Aber, und du kannst natürlich auch auf Punkte kommen bei PM International mit Aktionen. Aber, das große Aber, immer wenn du das machst, dann hast du einmal Aktionen. Das heißt, dein Umsatz steigt mal, fällt aber dann brutal nach unten. Gerade wenn Leute große Pakete kaufen, weil die müssen sie im nächsten Monat dann verwerten. Das heißt, ich habe immer geschaut, dass die Leute Abos verkaufen, dass sie Abos verkaufen und dass natürlich neue Teampartner auch Abos haben, weil du hier einen viel stabileren Umsatz hast. Ich möchte mal kurz meine Umsatzentwicklung von den Punkten her sagen. Das heißt, ich hatte im ersten Monat knapp 9.000 Punkte. Im zweiten Monat waren es 24.000 Punkte. Ich springe dann ein bisschen weiter. Fünfte Monat waren es knapp 66.000, 80.000 Punkte. Im sechsten Monat 135.000 Punkte und im siebten Monat 210.000 Punkte. Also ich weiß, von was ich spreche. Wenn du jetzt wissen möchtest, kommen wir zu Punkt 4. Wenn du wissen möchtest, wie habe ich das geschafft, wie habe ich nur mit Facebook diese große Punkteanzahl im Punktesystem von PM erreicht, dann findest du unterhalb vom Video den Gratiskurs 110 Partner in 30 Tagen. Rock it, bye bye, ciao, ciao.